Schwarzenburg ist so der klassische Ort in der Schweiz, wie es in den meisten mittelgroßen Gemeinden gibt. Schwarzenburg mit 4'000 Einwohnern, 4 Döchter, 3 davon sind alt, 3 davon erklären, und 2014 haben wir definitiv auf. Und jetzt ist die Situation, wir haben nur noch einen Doktor in diesem grossen Dorf. Wie weiter? Und der Gemeindepräsident hat sich um das Problem gekümmert und hat gesehen, dass Ärztenetz Medics schon mehrere Gruppenpraxen hat gemacht und ist nachher auf uns zugekommen und hat um Hilfe angefragt. Das Projekt ist so, dass wir mit dem Doktor, der jetzt da bleibt, dass der lokale Leader ist und dass man dem Support gibt, dass er ein AG kann gründen kann, mit uns zusammen, mit dem Know-how, mit dem Geld von uns, und dass man eine gute Organisation kann aufbauen kann. Und dass man dank der Organisation viel schneller junge Ärztinnen und Ärzte findet, die bereit sind, damit zu machen. Das wissen wir nicht ganz genau. Wir haben nur Ahnungen, was ein junger Arzt gerne möchte. Ich denke, es gibt durchaus junge Doktor, die sagen, ich will voll in die Abhängigkeit, ich will nicht viel mit den Sachen zu tun haben, ich lasse mich irgendwo anstellen, mache meinen 9-to-5-Job. Aber ich glaube, das ist nicht das Häufigste. Ich denke, es gibt viel mehr junge Ärzte, die sagen, doch, ich möchte gerne etwas zu sagen haben, aber ich möchte die Verantwortung nicht allein tragen. Ich möchte in einer kleinen Organisation arbeiten, die neu etwas zu sagen hat, die ich selber mittragen kann. Und da bietet sich halt an, dass man eine AG gründen kann. In einer AG kann der Doktor mit wenigen Aktien einsteigen, so viel, wie er halt Möglichkeit hat in diesen jungen Jahren. Wenn er nachher längere Zeit arbeitet und ein bisschen Geld auf der Seite hat, kann er von den älteren Doktor, die langsam aussteigen, die Aktie abkaufen. Und von dem habe ich das Klumpenrisiko, das ich hoch verschulden muss. Ich glaube, wichtig ist, dass man eine gute Organisation bieten kann. Dass man sagen, Medics hat schon häufig so Musterpraxen. In Untersee gibt es so eine Praxis, in Wichtrach gibt es so eine Praxis, in Biglen entsteht so eine Praxis. Und dass man sieht, dass da junge Doktor arbeiten und offenbar sehr zufrieden sind, dass denen das sehr gefällt, weil sie einfach eine gute Mischung haben vom Angestelltenverhältnis, aber durch das Aktionariat selber Mitbesitzer sind. Das scheint sich sehr zu bewähren. Und in Schwarzenburg war es tatsächlich so, dass wir in der kurzen Zeit 2 junge Ärztinnen gefunden haben, die bereit sind, da zu arbeiten. Ich glaube, die Bevölkerung hat mittlerweile Abschied genommen von dem Bild vom alteingesessenen Arzt, der da einsam in einer Stube sitzt, den man besuchen kann, der quasi als Vaterersatz ihn durchs Leben begleitet. Ich glaube, das ist ein bisschen passé. Man weiss, dass es das einfach nicht mehr gibt. Das hat es früher vielleicht gegeben, ist wahrscheinlich gut gewesen, aber das gibt es nicht mehr. Und man hat sich gewöhnt, dass man sich halt einer Gruppe anvertraut, einer Gruppe, wo man aber weiss, da habe ich 24 Stunden Präsenz, da habe ich verschiedenste Kompetenzen, also da kommt das Wissen von diesen Doktor zusammen, die Doktor täuschen sich aus, und das ist, glaube ich, sehr, sehr hilfreich. Und ich glaube, es ist für die Leute nicht mehr so schwierig, sich so einer Gruppenpraxis zu vertrauen. Für die jungen Ärzte ist in aller Regel extrem hilfreich, dass nun ein älterer Doktor auch da ist. Ein älterer Doktor, der selber schon viele Praxisjahre hat, wo man schnell fragen kann. Du, was meinst du da? Schau mal den Ellbogen an, schau mal die Hautveränderung an. Ist das gefährlich, ist das nicht gefährlich? Ich glaube, das ist das, was für die jungen Ärzte am hilfreichsten ist. Das ist nicht isoliert, das ist nicht allein sind. Das ist quasi wie im Spital, wenn du den Oberarzt jederzeit fragen können. In einer Praxis halt auch die älteren Doktor können fragen. Oder die Kollegen, die auf einem bestimmten Gebiet halt mehr Erfahrung haben als man selber. Und es geht mir nicht anders, muss ich sagen, als alter Doktor, wenn ich jetzt sage, oder ja, immerhin 20 Jahre in der Praxis bin, dass wenn ein junger Doktor da ist, dass ich ihn schnell frage, du, jetzt habe ich da eine neue Situation, tut man das nach wie vor so behandeln, wie ich das mache, oder hat er das im Spital anders gemacht? Und das ist eine extreme Befruchtung gegenseitig. Einen quasi geschützten Rahmen, wenn er so viel Autonomie kann leben kann, wenn er das Gefühl hat, wohl, das kann ich. Und wenn er unsicher wird, wenn er Fragen hat, kann er jederzeit auf die anderen Doktor zurückgreifen.